Ja, ein wunderschön. Wir sind hier wieder und zwar zusammen, meine Wenigkeit, unter Cheeky Boink. Der Cheeky Boink ist auch da. Ranglistenspiel wurde unterbrochen. Ey, was ist denn hier los? Genau, wir wollen die nächsten drei Matches spielen. Und zwar Ranked Matches, um uns so weit wie möglich nach oben zu kämpfen. Denn wir wollen, was ist das jetzt, Platin? Platin wollen wir erreichen, Platin. Ne? Also ja, die Weltherrschaft plus Platin, das ist so das Ziel. Was ist das jetzt hier schon, ein reales Match, ja? Ja, ja. Das, Oh, deswegen frag dich. Das ist alles kein Problem. Du musst jetzt vergessen. Nicht rein. Ja. Ah, der Shiki springt daneben. Ein Spieler schläft hier, der Wanderer. Der Wanderer? Ja, der wartet bestimmt noch eigentlich, dass er zugeteilt wird im Spiel. Das hört sich aber mysteriös an, der Wanderer. Oh, er springt aber. Da ist das Tor. Nein. Ist es. Alle Augen auf Firefox. Zu lange gezögert. Oh. Ja, genau, der Wanderer ist noch am Wandern gewesen. Oh, Leute. Das kann. Weg. Abgefälscht. Nein. Oh. Denn da schöner irgendwas Schuss. Irgendwas hat hier geleckt. Ach ja, der Wanderer hat nämlich einen Ping von 150. Und der leckt. Ja. Er wandert, da hat der Nick schon recht. Der ist doch ganz seltsam abgefälscht worden, der Ball. Eben. Aber nun gut, muss man mitleben. Spielt der Wanderer? Ja, der spielt. Er fährt gerade ins Tor. Ja, das ist jetzt deiner, ne? Ja. Jetzt ist deiner. Kein Problem. Und jetzt ist es der American Diner. Ja! Oh, das kann doch nicht sein. Entschuldigung. Ich wollte ins Tor. Ja, eigentlich. Das wollen wir alle. Ja, nee, aber in unser Tor. Achtung, Ball. Ah, Mensch. Oh, da ist ja schon wieder einer. Na. Jawohl. Hast du mich da gerade etwa ich hab, jawohl. Schön. Ich hab dir so einen kleinen Schubs gegeben. Guck's dir an. Ja, einmalig. Find ich ja, gut. Ja, das war vorausberechnet mit dem Effet, ja, dass das genau in dem Winkel abprallt. Und was laber ich hier eigentlich für eine Keine Ahnung. Andere würden sagen, es ist Glück, aber bei uns ist es geplant. Von langer Hand. Also gestern ist es schon vorher geplant worden. Das ist gefährlich. Oh. Bei mir hat es nämlich wieder gemacht. Da ist der Ball. Ja, der Ball ist da. Also, ja! Da ist das Tor. So. Wo man das Spiel kaufen kann. Also meine Wenigkeit hat das Spiel bei Steam gekauft. Ich weiß nicht, ob es normal im Laden gibt. Ich glaube nicht, gibt es nur elektronisch. Bei GOG müsste es, glaube ich, auch geben, oder? Nee, gibt es nur bei Steam. Nur bei Steam. Oder im Stimmt. PlayStation Store. Genau, oder auf der PlayStation 4 gibt es das. Und auf der Xbox One müsste es auch noch geben, ne? Nee, gibt es nicht. Gibt's nur die beiden Plattformen. Aha, okay. Ja, wir haben hier einen 114-Stunden-Spieler, nämlich hier bei, den Cheeky Boink. Der kennt sich da ein bisschen besser aus. Super. Ich hier als Casual-Player, der vorrangig irgendwelchen anderen Krams macht. Aber für so eine Ründchen hier, um Platin mal zu spielen, ja. Ah, oh, Mist. Oh, Jungs, geht mir aus dem Weg. Ich spiele das ja auch im Real Life dann auch noch für die. Ich spiele das im Real Life auch noch mit einem Freund auf der PlayStation 4, deswegen kenne ich beide Versionen ganz gut und. Im Real Life? Ja. Split Screen. Ja! Oh, nein! Aber nochmal. Oh, ich werde hier hin und her geschubst von den Jungs. Bitte, keine Ursache. Ansonsten macht das eigentlich sehr viel Spaß. Also man kann es alleine spielen. Splitscreen geht, glaube ich, am PC auch. Ja. Aber nur Splitscreen. Mhm. Oder eben halt zwei über Netzwerk, so wie wir das jetzt hier machen, beziehungsweise Internet, bis zu drei. Nee, vier, ne? Vier ist das Maximum. Also Vierer-Teams sind maximal möglich, aber eben halt nicht an dem PC. Nö, aber man kann auch sehr gut alleine spielen.
Ja, also die Bots, muss man auch sagen, die Bots sind gar nicht mal so doof. Ich meine auch fernab der Bots, ne? Also ja, aber... Oh. Okay. Selbst, ja, wenn man... Da ist das Tor! Oh. Super. Aber selbst wenn man so spielt auf eine Saison hier lokal, hat man überhaupt keine Probleme. Weil, oder was heißt keine Probleme? Also es ist nicht so, dass man entweder komplett durchziehen kann, weil die Bots, die passen sich irgendwann doch ein bisschen in ihrer Spielart an. Von also, der Stärke her. Man kann sagen, je nach Schwierigkeitsgrad der Bots sind die intelligent. Genau, ja, stimmt. Also man bekommt auch im Online-Spiel, wenn man nicht ranked spielt, dann bekommt man auch Bots in der Rangliste zugeordnet. Die passen sich dann dein Level an. Mist. Also. Oh, jetzt musste ich mal kurz aufpassen. Aber generell kann man sagen, dass die tatsächlich ganz gut programmiert sind. Ja. Und ansonsten haben sie hier halt eine sehr schöne Nische entdeckt vom Spielverhalten her. Da ist das Tor. Jawohl. So. Hast du denn schon 3 Tore gemacht? Nein. Nein, ist noch kein Hattrick geworden hier. Wir müssen dazu sagen, wir spielen hier gegen Profis. Diese Einstufung in Stimmt. Ränge, also Semi-Profi, Profi oder Veteran, ist immer relativ, weil das sagt eigentlich nur aus, wie viel du gespielt hast. Das sagt nichts über deinen wirklichen Skill aus. Dieser wirkliche Skill, das sind jetzt diese Punkte, die wir kriegen, also diese 410 zum Beispiel. Das ist jetzt der Skill-Level, den wir beide zusammen uns erarbeiten. Genau. Das ist so ein Maßstab, nicht dieses Veteran, Semi-Profi oder was auch immer. Es gibt auch Semi-Profis, die super gut spielen und es gibt Veteranen, die spielen halt nicht so gut. Ist halt so. Wobei dieses Profi letztendlich lange spielt, also um die Punkte zu kriegen, muss man natürlich auch viele Spiele gewonnen haben im Verhältnis zu den verlorenen Spielen. Nö, du kannst auch auch diese Punkte im, wenn du offline spielst. Du kannst ja auch einfach gegen Bots spielen. Dann machst du dir ganz viele Punkte, bist du Veteran, ohne was getan zu haben. Ach so, okay. Gut. Wieder was gelernt. Oh. Hier ist einer wieder mit so einem Blubberwasser-Turbo. Oh. Wenn ich jetzt Turbo hätte, ne? Dann. Ja, ja, ja. Ist bei dir auch so. Ja, ja. Oh, 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 da komme ich nicht ran. Turbo, 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 Turbo. Ah, Mist. Ah. Er ist drin. Das ist drin. Schade, 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 schade. Winnie Bissel. Was, Winnie Bissel? Winnie Bissel. Ja, Winnie Bissel und bezeuge mich. Witness me, bezeuge mich. Das ist aber auch schon grenzwertig, oder? Keine Ahnung. Nein, nein, das ist ein Spaß mit dem Grenzwertig. Halt. Das war, um dir den Ball zuzuspielen. Ja, dann... Sehr schön. Nein! Ja! Ja! Schön, schön. Funktioniert. Ups, genau. Ja, ja. Das ist natürlich dann die Schweinerei mit diesem, dass man so getroffen wird und der Ball nochmal abprallt. Aber das Berufsrisiko auf der anderen Seite. Da kommt der Ball. Also das ist das, was ich halt schon relativ gut kann. Nach so vielen Stunden Spielzeit kann ich den Ball halt gut einschätzen, ne? Also relativ gut einschätzen. Da kommt der. Oh. Perfekt, oh. Aber doch schon. Weg ist er. Gut. Den wollte ich haben. Ach, ja. Ist egal. So. Ah. Nein, der war abgefälscht. Oder? Wir schauen uns das in der Zeitlupe an. Ich wollte ihn abfangen, aber nee, er hat über mich drüber gehüpft. Naja, aus meiner Perspektive sahst du aus, als hättest du ihn gedutscht. Nicht immer. Nee. Was ist so. Denn da? Ich hole so. Turbo. Nee, nicht du, der andere. Ach so. Jetzt aber. Ach, Mensch, ey. Warum kann der nicht verquer fahren? Oh, scheiße. Schönes Ding. Eieieiei. Was sind die? Semi-Profi? Nee, ja, und Profi.
Hat er gut gemacht. Aber jetzt. 3 Minuten. Zeit übrig. Ja, schönen Abend, Nick. Ist auch spät. Wir machen noch ein bisschen. Ja, gute Nacht, würde ich mal sagen. Ne? Genau. Kannst ja gerne auch mal auf unseren YouTube-Channels vorbeigucken. Genau. Für das, was du verpasst hast, denn. Zum Nachgucken. Oh, mach ihn rein, bitte. Ja, da ist er. So, noch ein Tor zum Abschluss für dich. Ja, nur für dich. Dieses Tor war nur für genau, dich. Genau, nur für dich. Von dem Cheeky Boing und vom Firefox. Genau. So. Ein Abstand. Schön abgefälscht. Oh, oh, der kommt gefährlich nach hinten. Oh. Oh. Der mit seinen Blubberblasen macht mich irre. Ja, ja. Das war nicht gut. Nee. Der Kollege. Wer? Der Bayer eben. Ja, der geht. Oh. Lass. Entschuldigung. Oh, was ein heißes Match. Ich brauche einen Tequila. Tor. Nein. Warum spielt er den dahin, wo ich... Oh. I got a feeling. Er spielt ihn dahin, wo ich vorher war. Oh, shit. Bitte, keine Ursache. Dafür ist er doch da. Wer das Spiel noch nicht kennt. Auf welcher Seite spielt man gerade? Oh, fuck. Was? Auf Ach so. Seite? Ja. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Du bist so abgelenkt. Das funktioniert. Ja, ich war jetzt so abgelenkt. Das funktioniert nicht. Also, geht nicht. Ja, aber Platin ist ja noch nicht in weiter Ferne. Also, wir sind ja stetig aufwärts treibend hier. Steigen ist auch jetzt nicht so... Das Problem ist, mir fehlt immer der Turbo. Oh. Oder die spielen mich hier einfach aus mit dem Ball. Spielen die ganze Zeit Kopfball. Da ist das Tor. Da ist das Tor. Nein. Da ist das Tor. Nicht mehr. Nein. Warum ist das Tor dann nicht mehr? Ja, ich weiß es auch nicht. Das war auf einmal weg, das Tor. Es ist verschwunden. Ach Gott. Auf mysteriöse Art und Weise. Warum ruckelt das jetzt hier? Weg mit der Pille. Ich brauche Turbo. Ah. Oh nein. Och, das ist doch nicht wahr. Oh. Nein. Habe ich denn noch was zu trinken? Ja, aber kann ich jetzt nicht hingreifen. Schlecht. Außerdem, bevor man was trinkt, sollte man sowieso Hände weg vom Steuer haben. Richtig. Oh. Oh, ey. Der geht zur Seite. Andere Seite. Ja. Da war ich noch nicht rechtzeitig. Ja, ja. Aber ich befürchte auch, das Ding ist gelaufen. Ja, das sieht gut aus. Ja, die 3 Tore. Oh! Wer war da? Wer war da wohl? Ich war nicht dran. Guck's dir an. Nein! Warte. Ja, pass auf. Na. Also, da waren 3 Fahrzeuge, habe ich gesehen. So. Kein Problem. 4 Tore. Das gibt Punktabzug. Dabei hat er gefangen, ne? Nicht geschafft. Und da kommt das Tor. Ja. Ah. Mensch. Ah, ich besauf mich hier gleich mit Mate. Mit der guten Club Mate. Ja, aber ich habe eine neue gefunden, aber die ist ein bisschen teuer. Im Rewe.
Wie heißt sie? Schleichwerbung. Mio. Oh Gott. Mio. Nee, da irgendwie Kermate oder irgendwie so ein Kram. So. Also die ist so eine Fairtrade Mate. Das ist so eine kleine braune Flasche. Ach, hier steht ja noch eine. Warte mal. So eine kleine braune Flasche. Charity Mate Sparkling nennt sich das. Da steht ganz groß in Kleinbuchstaben Mate drauf. Fairtrade gehandelt, Bio und hast du nicht gesehen? Also Charity, Aufguss aus Biomate und Schwarztee, 88% mit Bio-Agavendicksaft. Also ist halt auch kein Zucker in dem Sinne, sondern alles über irgendwelchen Krams. Und die ist wirklich lecker. Okay. Muss man neidlos sagen. So, Spiel Nummer 3 ist das jetzt. Jo. Und schnell noch einen Schluck Mate trinken. Prost. Dies ist ein Sponsored-Video bei Rewe. Ja, wofür wir kein Geld bekommen. Nein, ich bin auch ein großer Rewe-Fan. Ja, ich finde im Vergleich zu Real oder Aldi und so weiter doch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob sie geschäftlich besser sind. Also wie der DM, Supermarktchef ist ja, glaube ich, was heißt Supermarkt, DM-Kette, ist ja so ein bekennender BGE-Freund. Ja, da ja. Ist es Tor. Und hält auch sehr viel, sagen wir zumindest, von fairer Bezahlung am Arbeitsplatz. Kann ich jetzt nicht in dem Sinne bewerten, aber, also weil ich ihn nicht kenne, aber zumindest ist es schon mal löblich. Und bei Rewe, zumindest sehe ich Rewe-Mitarbeiterin sich nicht so oft beschweren. Ich kann nicht so bestätigen. Mag zwar vielleicht sein, dass sie das anderweitig dann an den Kulissen machen, aber ich finde auch den Mix, also es ist weitaus mehr. Ach, Mist, der Verdacht, das dann. Es ist da auf alle Fälle weitaus mehr aufgeräumt, da mehr Bio, auch ein bisschen alternativ ist jetzt falsche. Der falsche Begriff dafür. Warum hast du den denn nicht bekommen? Das verstehe ich. Weil ich kein Turbo habe. Also mehr Alternativen, auch was jetzt so Bio und Fairtrade ist, finde ich da besser gelöst. Also einer unserer Rewe-Märkte ist hier auch, arbeitet auch mit Fairtrade zusammen, also mit der lokalen Fairtrade-Gruppe. Ja, dann ist ja. Also, ich kann jetzt nicht viel Negatives über diesen Laden sagen. Über Rewe. Oh, scheiße! Warum ist denn da keiner von uns hinten am Tor? Oh, ich wurde geditscht. Jetzt hast du freie Bahn. Nein! Ich fang mal an. Das hat nicht geholfen. Da ist das Tor. Nein. Ah, Glück gehabt. Ich bin leicht am Transpieren. Sind wir orange oder? Nee, ne? Ja, wir sind orange. Ah, gut. Dann haben wir ja schon einen Punkt, ne? Ja. Oh, was macht er denn mit mir? Schön. Da ist er. Nee, der ist zu hoch. Ja, okay. Ein bisschen zu doll geditscht. Ein bisschen. Da kommt er jetzt. Oh. Ah! Hey. Aber. Das ist wieder der berühmte Millimeter, der gefehlt hat. Ja. Firefox? Oh. Voll hinten in der Pobacke. In die Pobacke. Ja, hat er mich geditscht gerade. Oh, Mist. Und vorbei. Hier fliegt ja alles. Das ist ein den konnte ich nicht mehr abhalten. Oh je, solche Bälle sind mir die Liebsten. Wo bist du? Oh. Ich wollte eine Parade machen. Ach so, ja. Ja. Achtung, jetzt. Nee. Scheiße. Ey, Leute, macht mich nicht wach.
Oh oh. Oh oh. Gut. So. Monsieur Chirac. Chirac? Chirac. Picasimon. Oh. Scheiße. Scheiße. Oh. Oh, ich habe ihn nur noch getroffen. Leider, leider, leider. Schönes Tor, ja. New Bugatti Fortunesque CSGO. Das war kein schönes Tor. Ja, für ihn schon. Ja, wir beide haben einfach nur verkackt. Das ist das Problem. Erster. Ich lasse mir die ersten 10 Punkte nicht nehmen. Entschuldigung. Ah, du bist ja noch nicht hier. Ist okay. Noch eine so. Minute. Da kommt der Cheeky und macht eine Vorlage. Ah, er war schneller. Ich bin daneben gehupft. Oh. Geh weg. Oh, verdammt, der geht zurück. Nein. Oh. Weg die Pille. Oh. Wenn ich das mit dem Fliegen drauf hätte, ja? Dann wäre das alles wieder eine andere Nummer. Das stimmt. Da musst du mal ein bisschen üben. Da! Oh. 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 4 und 3, 2, 1, Mainz. Ja, komm, Verlängerung hier. Oh, verdammt. Hol dir den Ball, ich bleib mal kurz hinten. Ah. Oh, nee. Tor. Jawohl. Das ist Tor. Jawohl. Ja. Super. Das war Spiel Nummer 3. Sauber gemacht, Cheeky Boink. Auf dem Weg. In diesem Sinne, mit diesem hübschen Replay, machen wir hier einen Break für die nächste Folge, dann, die dann morgen kommt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was ihr so denkt und fühlt und so erlebt habt, ob ihr mitgefiebert habt. Und wenn es sogar passt und ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst doch einfach ein Abo. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Folge, oder Cheeky? Tschüss. Tschüss.